Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, in diesem Video hier möchte ich euch mal einen sogenannten Quick-Tipp geben. Und zwar geht es um koffeinhaltige Getränke. Es ist immer so, wenn man die kauft, muss man, beziehungsweise so mache ich es immer, ich rechne immer den Literpreis aus. Und umso größer die Verpackung ist, oder die Verpackungseinheit, umso günstiger wird es eigentlich. Und man kann recht günstig zum Beispiel Cola in 1,5 Liter Flaschen kaufen oder auch in 2 Liter Flaschen. Das ist dann günstiger, als wenn man das in 1 Liter oder 0,5 Liter Flaschen eben kauft. Nachteil ist natürlich immer, dass die Kohlensäure entweicht. Aber da gibt es dann einen kleinen Tipp oder Trick, den man anwenden kann, damit die Cola auch weiterhin prickelt und frisch schmeckt und auch eben andere brausehaltige oder kohlensäurehaltige Getränke. Ihr nehmt einfach die Flasche nach dem Einschenken, ich habe mir jetzt eben gerade was eingegossen, und drückt diese einfach platt. Dann kommt wieder hier der Deckel drauf. Ja, und so gebt ihr die dann im Kühlschrank oder lasst die halt draußen stehen. Und jetzt ist nicht mehr so viel Raum da in der Flasche, dass sich die Kohlensäure ausbreiten kann. Und somit bleibt sie dann hier länger im Getränk enthalten. Ja, ich hoffe, dieser kleine Quick-Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Paverick.